So, hat jetzt Alarm ausgelöst, weil ich da ins Tor angehe? Da über dem ganzen Gelände ist jetzt Alarm. Aber hoffentlich nicht wegen mir. Jetzt also mal ehrlich, na, von Rückbau ist hier noch nichts zu erkennen. Ne? Na, haben die Angst vor mir oder was? Also ehrlich, Leute, also von Rückbau kann ich ja nichts erkennen. Das ist wohl stillgelegt, das Atomkraftwerk, aber da wird weiter drin gebaut. Also ich höre gerade, das war ein Probealarm. Aber ehrlich, ne? Das steht in 1A-Zustand noch da, das ist ein Atomkraftwerk. Ich sehe da überhaupt keine Bemühungen, das Ding überhaupt abzubauen, also von außen zumindest. Man sieht natürlich nicht, was innen drin passiert. Ja, schauen wir mal. Also ehrlich, da hat sie ja noch nichts getan. Ne? Vor wegen Stilllegung und Abbauen und das Ding steht da wie zu besten Zeiten. Außer es qualmt halt nichts mehr. Ich hoffe ja nur, dass das hier jetzt kein Endlaucherplatz wird für irgendwelche Atomabfälle. Das wäre mir natürlich nicht recht. Meine technisch interessierter Mensch ist das natürlich ja. Unwahrscheinliche Technik, was da steht. Das ist ja Wahnsinn. Heute Abend wäre wahrscheinlich leuchtend, so viel Strom habe ich abgekriegt. Ich muss euch sagen, hier ist also regelmäßiger und starker Bauverkehr. Waren Baufahrzeuge rein und raus. Und also von Stilllegen und habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, ich wiederhole mich ja jetzt langsam, ist da überhaupt kein nichts. Geredet. Also ich habe den Eindruck, dass das Atomkraftwerk zu früheren Zeiten in Betrieb ist, nur es qualmt halt nichts mehr. Heieieiei. Ne? Da muss ich echt überlegen, ob diese Ecke da direkt neben dem AKW, ob das so gesund ist, das Gras und das Zeug, was da wächst. Na, jetzt überhaupt, wo da noch ein Endlaucher herkommen soll, also Zwischenlaucher, inzwischen denke ich mal, ach, ich sage dazu gar nichts mehr. Also die Sicherungsmaßnahmen, die ich, wenn ich die sehe, naja gut, das erinnert mich immer irgendwie an so eine Grenze, ne, die wir mal hatten in Deutschland. Also das ist ja abgesichert hier, Wahnsinn. So, jetzt habe ich mir also meine tägliche Strahlendosis geholt, jetzt machen wir wieder von dannen.